Ali, wie oft trinkst du Alkohol in der Woche? Sehr selten. Sehr selten. Okay, das heißt, du hast kein Alkoholproblem. Nein. Okay. Hättest du ein Ich habe ein Alkoholproblem? Alkoholproblem. Also ich trinke, ich habe keinen Bock auf Alkohol. Verstehst du? Oh. War gut. Der Drumbeat Auf jeden Fall hättest du für jeden Zuhörer, der ein Alkoholproblem hat, der gerne Alkohol konsumiert, für den wäre vielleicht das nächste Thema was Interessantes. Es gibt seit geraumer Zeit Alkoholpulver. Sowas wie Brause, Was? sowas wie, wie nennt man das, Ahoi Brause. So wie Kokain? Ja, okay, Kokain machst du nicht zum Drink, aber Okay. so, war jetzt auch Okay. echt unlustig, Ali. Wie Lach Ahoi Brause. bitte. Ahoi Brause war der beste Vergleich, okay? Okay. Auf jeden Fall kannst du es einfach anrühren. Die Werbung, also es wurde in Amerika erfunden und die Werbung hat damit geworben, dass es vor allem, was ich so witzig finde, die haben gesagt, das wäre das perfekte Produkt für Sportler und Reisende, die keinen Bock haben, Glasflaschen rumzutragen. Sportler? Obwohl, Finde ich ich halt. trinke noch ein Ja, aber Bier. trotzdem kein, ja, aber kein Pulver so. Ich bin Ja. nicht so abhängig, dass ich Pulver mitschleppen muss. Oder vielleicht auch für So Astronauten nicht gesünderer so schlecht. Alkohol. Vielleicht auch für Astronauten nicht so schlecht, wer weiß. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es seit geraumer Zeit Alkoholpulver, was ich extrem faszinierend finde, dass du so einfach. Zum Machst du es dann im Beispiel. Wasser rein? Ja, du machst einfach. Du mischst mir irgendwas. Ich weiß jetzt nicht genau, du kannst verschiedene Sachen mischen mit Brause oder sowas. Was du so Mischgetränke hast. Ist es Wie ein Bacardi Bier? Nee, Cola das ist oder nicht so. ein. Nee, Ich glaube, so. es ist Das ist eher. ein Hochkonst. Ich glaube, Bier ist ein so bisschen schwierig. Wodka-ähnliche. Ja, es gibt Wodka-Pulver zum Beispiel oder sowas, ja. So wie einfach ein O-O. Wie heißt das? Wodka-O. Kannst du What? mit den. Ja, Wodka O. Dann holst du halt im Orangensaft und machst es da rein. Dann hast du so Wodka O. Okay. Was ich extrem krass finde. Aber es sind halt auch, gibt viele Probleme wahrscheinlich, wenn es mal richtig, wenn es richtig eingeführt wird. Mit, wenn du auf Reisen gehst, dann blickt es ja keiner richtig, weil es ja keine Flüssigkeit ist. Und ja, dann gibt es so kranke Sachen, kranke Menschen, die sich wahrscheinlich sowas durch die Nase ziehen oder was auch immer. Und ich weiß es nicht. Das ist schon gefährlich. Also es ist irgendwie Nein, die praktisch. Menschen finden auch, wenn es nicht krank ist, machen sie auch kranke Sachen da Ja, draus. das stimmt. Und das, ja, das ist echt so. Aber ja, voll geil. Voll Das geil. ist echt Guck mal, nice. du sagst als Nicht-Alkoholiker, das ist geil. Und Alkoholiker denken so, Ne, das ist oh, halt die Jackpot. Innovation. Ja, ob es sich durchsetzen wird, ich weiß nicht. Sportler wie ich ist doch voll gut. Für Sportler. So dumme Werbung. Für Sportler, die keine Glasflaschen rumtragen wollen. Oh Mann. Nice. Naja, finde ich das Aber nicht. mit Alkohol werden Zähne nicht schlecht, gell? Boah, Verstehst du? ich glaube, das ist das geringste Problem. Oh, Und zwar geht meine Richtung mit wow, guter Zähne. Übergang. Yeah. Und zwar haben Forscher zufällig ein Medikament gefunden, was eigentlich für Alzheimer war, dass das jetzt die Zähne, also die Zahnlöcher schließt. Du nimmst Medikament, damit die Zahnlöcher von Okay. selbst zugehen und nicht gefüllt Keine werden. Chance für Karies und Baktus. Ja, genau. Wow. Aber, das hat mir, also ich erzähle jetzt mal. Also britische Forscher haben so ein Medikament entdeckt, das jetzt diese Zahnlöcher schließt, indem sie auch an Mäusen probiert, also probiert haben, als ja, die Mäuse sind Auf halt einmal ja. haben Mäuse Nein, Backenzähne die haben gewusst schon, was sie machen. Die haben halt die Mäuse diese Medikamente gegeben und die haben auch Zähne. Es hat 6 Monate gedauert, bis die Mäuse dann diese Zähne Nachwuchs hatten. Okay. Und zwar diese Löcher gefüllt werden. Genau. Das ist eine selbstauflösende Füllung, die die Zähne über die Stimulierung von Stammzellen dazu anregt, sich selbst zu heilen, sozusagen. Das ist so eine Lösung, wo du im Loch sozusagen machst und es löst dich auf und es tut auch gleichzeitig das Selbstheilen, indem es nochmal nachwächst. Und die Probleme dazu sind, also es ist erstmal voll die gute Nachricht, dass es sowas gibt, dass du nicht mehr nachfüllen musst, weil dann diese Bakterien und so weiter dann auch dich infizieren kannst und so weiter. Und das Problem ist halt, das dauert zu lange, das dauert Jahre, bis es nachwächst. Das ist dann halt, Was? ja, bei Mäusen dauert es 6 Monate, bei Menschen dauert es dann länger, halt Jahre. Also am besten, wir kreuzen Menschen mit Mäusen, damit wir die Zähne Schneller. besser nachwachsen lassen können. Das ist nicht steuerbar, also es kann aus dem Loch sozusagen raus weiter Was? wachsen.
What the Warte, fuck, Alter? Ist halt noch in der Forschung, sozusagen. Das ist ja mega gruselig. Und es ist halt zu teuer. Das wäre pro Zahn Tausende von Euros. Ja, für Milliardäre in Ordnung. Obwohl die auch so gute Zähne haben. Und man weiß nicht, wie man den Zahn abdecken soll, damit es nicht weiter wächst. Weiß man nicht, wie man jahrelang so einen Zahn abdecken soll, damit es nicht weiter wächst. Und es ist halt die Probleme. Aber bis jetzt, also die haben halt ein Medikament gefunden, wo es die Zähne selbst heilt. Okay, aber halt außer Kontrolle. Ja, ich stell mir vor, wenn du zum Beispiel gar keine Zähne hast irgendwann. Ja, was wächst einfach immer weiter. Stell dir vor, es wächst einfach immer. Aber es ist auch dann auch nicht wie ein Zahn kommt raus, sondern einfach diese Zahnmaterial. Oh, fuck, das ist eklig, ey. Ich stell mir das gerade wie so ein Horrorfilm vor. Da würde ich sagen, lieber Zahnlöcher füllen. Ja, wieso? Ja, das ist noch ein bisschen einfacher heutzutage, glaube ich. Alter. Aber es ist halt, die haben ein Medikament gefunden. Das ist schon irgendwie. Ja, es ist schon krass, was alles möglich ist, ne? Ja. Es ist verrückt, ey. Das ist durch Zufall auch. Das ist wie die Pille. Die Pille wurde doch auch durch Zufall entdeckt. Oder was war's? Irgendein Medikament. Nee, bestimmt. Gegen Kopfschmerzen. Ja, Paracetamol oder was? Ja, genau. Echt? Ich glaube schon. Hättest du nicht. Ich glaube, die Zufälle haben das meiste in unserer Welt geschaffen. Zufälle. Naja, Flugzeuge waren keine. Ich glaube, Zufälle waren da. Die haben zuerst versucht mit 5 Flügeln und dann mit 7. War ein Zufall. Und dann waren 2.